Okay, funktioniert ja super. Ich habe zwar keine Zuschauer, machte aber nichts. Und zwar war ja, hatte ich ja diese kleine Mini-Umfrage gestartet. So, da oben seht ihr das Ergebnis der kleinen Mini-Umfrage, die ich gestartet hatte, welches Spiel ich denn spielen soll. Komischerweise sind Minecraft und League of Legends ziemlich krass abgekackt. Ich hatte da ursprünglich noch eine zweite Option eingefügt. Allerdings habe ich hier auf so einen lustigen Hide-Button geklickt und dann ist das permanent weg. Deswegen denke ich, spielen wir ein random Steam-Game. Ja, das sind meine Steam-Spiele. Das sind insgesamt 136, genau. Sechs. Krass, was sind das so kleine Nummern? Aber dann kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, dann spielen wir eine Runde Ark Survival of the Fit. Das sind 40. Okay. Warum ich so viele Spiele habe? Ich habe die mir gekauft. Jetzt wird er wieder fortgesetzt. Jetzt ist er wieder abgebrochen. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut, während ich gerade streame. Schade, ich hätte gerne tatsächlich Ark Survival of the Fittest eine Runde gespielt. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so random für euch, aber für mich meine ich, aber ziemlich random für euch sollte das eigentlich sein. Dementsprechend spiele ich eine Runde Three Heroes. Das habe ich erst 12 Minuten angespielt. Wollte ich sowieso noch ein Video zu machen. Kann ich jetzt auch im Livestream machen. Musik leiser. Oh, danke, 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 danke. Sorry. Super. Danke. Das ist. Ah, ja. Krass, das muss ich normalerweise nicht. Danke. Danke, danke. Das war. Oh, ihr seid super, Yannick W. Zockt und Malenje. Vielen, vielen Dank für eure. Für euer hinzugefügtes. Für euer Feedback. So nennt man sowas. Ah ja, vielen Dank. Jetzt sollte es an sich besser gehen. Das ist ein sehr interessanter Wegweiser. Hier geht's nach rechts und da geht's nach links, offensichtlich. Das ist sehr nett von dem Spiel, dass es mir das sagt. Die Ragdolls hier sind doch gar nicht so schlecht. Aber leider halten die nicht allzu lange. Jetzt sollte der gleich im Boden versinken. Ja, jetzt versinkt er so komisch im Boden. Gut. Ich hoffe, die Map wird irgendwann noch größer, weil so ist sie ja noch nicht relativ groß. Ich meine, gut, das Spiel hat 40 Cent gekostet oder so. Gut, da ist ein Wolf. Den müssen wir wohl besiegen, damit der alte Mann gut zu unserem Platz oder zu unserem Haus kommt. Ja, schön gemacht, ne? Super. Ich hätte vielleicht erst das dumme Wildschwein erlegen. Wie kann ich denn was essen? Ich hätte vielleicht gerade doch aufpassen sollen. Nee. Ja, Replay. Nein! Ah! Oh, Gott sei Dank, man kann das skippen, ey, Alter. Das wäre jetzt halt der Knüller gewesen, hätte ich mir dieses ultralange Dings nochmal angucken müssen. Ja, gut, dann schaue ich jetzt mal. Wie kann ich nur ein Item. Enter! Wir drücken den Enter beim Spielen. Ich glaube, es gibt später aber noch ein paar Schwertkämpfer. Das heißt ja Three Heroes und bis jetzt haben wir nur einen Hero. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, dass der Stream gut besucht ist, ne? Aber ich hatte tatsächlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass ich hier alleine rumhocke und jetzt eine Stunde lang quasi eine Aufnahme für ein spezielles Video mache, weil ich hatte ja sowieso vor, das in so ein extra Video reinzuschnibbeln oder zu editieren. This is the first War Booty. Was ist denn ein War Booty? Ach krass, der Spell gefällt mir sogar besser als der andere, den ich bisher hatte. Da ist noch irgendein. Wo ist denn der alte Mann da hinten? Ja, ich weiß, er ist ein alter Mann, der braucht etwas, bis er kommt, aber hätten sie den nicht schneller programmieren können? Hätten sie nicht einen jungen Mann programmieren können? So. Wo ist der denn jetzt? Komm doch lang hier. Bist du Fischermanns Freund? Nein. Das hier sind nämlich Fischermanns Freunde. Oh krass, ich habe einfach dem seinen Zaun kaputt geschossen. Aber krass, das Spiel, das ist halt echt gar nicht mal so kacke. Das hat 42 Cent gekostet. Ich dachte, das wäre jetzt hier übelster Troll einfach, das Spiel. Aber dafür, also für den Preis, ist das halt echt, ne, besser als so mancher AAA-Titel, der groß angekündigt wird, auch mit Fernsehwerbung. Ja, mein Nachbar spielt wieder laut Musik. Das ist aber schön. You're so mighty, Dobrynja. Afraid of your own shadow. Alyosha. We haven't seen each other for ages, old man. What brings you here?
passing by or on business? Business, Dobrynushka. Strange news has reached my ears. They say our country is surrounded by foes. Plowing. Dieser Nachbar, Alter. Oh, people. Will they ever leave? Er hat auch einfach letztens in einem Enderal Part die ganze Zeit laut Musik gespielt. Was ist denn das? Ein Moment. Ich muss ganz kurz mal meinem Nachbarn eine Lektion erteilen. Mein Nachbar spielt wieder laut Musik. Breche ich mich ganz kurz. Einen Moment. Ihr müsst wissen, ich habe vom Kollegen einen neuen Verstärker gekriegt. Das ist ein wunderbares Gerät. Das hat viele verschiedene Funktionen. Er hat nicht aufgehört! Oh, krass! Der Typ, der ist ja hartnäckig! Den interessiert das einfach nicht! Und vielleicht war ich zu leise. Das kann natürlich auch sein. So, aber jetzt kommt der krasse Heavy Metal Remix von Come As You Are. Genau. Ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Bei ihm offensichtlich nicht. Wie ist das denn aus? Hui! Ich möchte gerne hier ins Wasser rein. Hui! LOL! Hallo, kommst du mit? Hä? Ja gut. Das reicht für heute von diesem Spiel. Tablet-Modus, der Tisch-Modus. Mit dem Aussteller kann man die Nintendo Switch-Konsole hinstellen und mit dem Joy-Clone-Con spielen. So kann man mit Freunden Videospiele auf einem Bildschirm spielen, egal wo. Auch ohne Fernseher. Auch in der Uni. Wenn der linken und rechte Joy-Con an das System angeschlossen sind, kann man es mitnehmen und spielen, wo auch immer man möchte. Auch in der Uni. Das sieht ja schon episch aus, muss ich mal sagen. Also, wenn das kein Render-Trailer ist, sondern Ingame-Grafik, Alter, hui! Alles, was ich getan habe, es war alles vergeben. Als ob die Synchronisation drin haben. Wie geil ist das denn? Oh, 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 oh. Oh, ja. Puh. Ja. Gut. Ich bin ein bisschen hyped, Alter. Hey, Chewie, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Also ich dachte, das wäre ein Pornoheftchen oder sowas. Cool, chinesische Schriftzeichen. Kann ich super viel lesen. Oder wahrscheinlich japanische. Oh krass, das läuft ja richtig flüssig mit der Ingame-Grafik von Pokémon. Da ist die neue Bitch da. Na, so viel zu läuft ja richtig flüssig mit der Ingame-Grafik von Pokémon. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade aufnehme und streame. Oh, da schläft er. Das ist aber ziemlich unrealistisch, dass ich nachts schlafe. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Oh, krass. Das ist ja was ganz Innovatives und Neues. Habe ich ja noch nie gehört. Und, Chewie, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Na sicher, Mami. Geht so. Ach was. Glaub mir, du wirst sie bestimmt schon ganz bald sehr zu schätzen wissen. Wie sie einfach auf dem Boden stammt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du bitte auf, Chewie? Na sicher. Ich habe die Tür noch gar nicht aufgemacht, du Sack. Der bricht einfach ein. Was ist das denn für einer? Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön
Ich wollte rangenommen sagen, aber es steht alt aussehen lassen. Und für die Leute auf YouTube, beziehungsweise die Leute, die die Aufnahme davon sehen, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden. Tschüss!